Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Six Sig Riders. Und heute mal aus der Garage. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute mal ein kleines Umbauvideo, aber es ist dafür das erste Umbauvideo. Ja, was müssen wir umbauen? Wir müssen die Avon-Griffe montieren. Because of... Ich habe das Problem... Zeige ich euch mal kurz. Vielleicht könnt ihr es ja hören. Hier drin knistert es. Das ist der Gaszug, der mir dann nun bald schon zum dritten Mal reißt. Geil, ne? Und ich weiß auch, woran das liegt. Diese relativ teuren, blöden Griffe sind komplett aus Aluminium und jedes Mal, wenn der Gasgriff in der Kurve ein Stück rauskommt, verklemmt sich das hier und schneidet mir Kabel für Kabel ab. Jetzt war ich schon so weit, dass ich einen Gaszug einfach einstecken hatte und den schnell zu wechseln. Das geht ja relativ fix. Aber ey, ganz ehrlich, scheiße. So, was brauchen wir denn dafür? Ich habe das mal alles hier so ein bisschen aufgebaut. Wir brauchen ein bisschen Silikonfett. Ich denke, das ist das Beste. Das greift nichts an. Zwei kleine Zangen. Eventuell ein bisschen Tape. Einen Torx 25 und einen 27er. Das sind die zwei, die wir brauchen fürs Abschrauben. Was zum Schrauben. Und dann geht es auch schon los. So, wir starten mit dem Griff, der ist nämlich am schwierigsten durch den Gaszug. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir den Gaszug ersetzen oder nicht. Wir gucken einfach mal. So, als erstes müssen wir hier unten, seht ihr das? Die Schraube ein bisschen aufdrehen und das Ganze dann reindrehen. Die sehen ja auch echt brutal gut aus. Kann man machen, muss man aber nicht. So, als nächstes müssen wir die Klemme ein bisschen lösen, damit das hier überhaupt eine Chance hat rauszukommen. Und gleich mal, dass das auch alles ordentlich läuft. So. Naja, das war mir schon klar. So, ja, und hier ist das Problem. Das schneidet den ganzen Gaszug auf. Weil das hier komplett aus Alu ist. Krass, ne? Scheiße, die Dinger waren eigentlich echt geil. So, Gaszug ist hier, den gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man den noch so nehmen kann. Der sieht schon recht. Naja, er hätte noch
drei, vier Tage gehalten, aber oh je, Mine, so eine Scheiße. Na gut, dann müssen wir wohl den Gaszug auch mittauschen. Das ist aber nicht so schlimm. Okay, da muss ich dann mal mit ein bisschen Licht dran. Das sollten wir aber hinkriegen. So. Jetzt checken wir einfach mal, ob der andere lang genug ist. Der dürfte aber eigentlich. Das könnte ein bisschen tricky werden. Auf jeden Fall. Okay. Geht der schon mal nicht hier rein. Wegen dem Drecksgummi-Ding. Den müssen wir wahrscheinlich abmachen. So wie es aussieht. Und dann sollte der eigentlich super hier reinpassen. Ja, das macht er auch. Okay. So. Jetzt gucken wir uns erstmal hier die Griffis an. Einmal rechts und einmal links. Das ist links. Der hat so eine super coole Aussparung hier. Das heißt, der geht dann wunderbar hier drüben rein. Den machen wir dann. Jetzt machen wir erstmal das. Aber so. Der geht hier auch ganz super rein. Hat ein ganz kleines bisschen Spiel. Das ist aber okay. Wenn das jetzt hier mal checken, hängt der eigentlich. Ganz vernünftig drin und sieht halt auch geil aus, ne? Auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie es dann mit dem Fahren ist. Gucken wir mal. So. Als erstes müssen wir aber den Gaszug einhängen. Und das machen wir als erstes oben. Und dann unten. Machen wir noch ein ganz kleines bisschen Silikonfett rein, damit der da drin richtig schön arbeiten kann. Dann können wir den jetzt wieder etwas festschrauben. Okay.
Jetzt müssen wir den erstmal unten einhängen, um zu sehen, ob das alles überhaupt passt und geht. Gut, jetzt zeige ich das Ganze mal von hier. Ich glaube, ihr könnt das einfach besser sehen vielleicht. So, jetzt machen wir uns noch schnell an den Griff. Der geht relativ easy. Wir müssen das auch wieder hier aufschrauben. Bisschen locker machen. So, jetzt kommt der schicke Aber und ich wollte ihn mal testen, ob ich die Endkappen nicht abkriege. Kann ich die mal noch bei Gelegenheit. So, Prost, da war der Akku alle. Aber wir haben ja zum Glück noch Akkus mit, wa? Da haben wir aber Glück. Glück gehabt. So. Wo haben wir stehen geblieben? Wir haben den Griff abgemacht. Und jetzt müssen wir den neuen Griff einsetzen. Dazu müssen wir nichts weiter tun, als den hier reinzudrücken. Geht der hier Soderle da drauf. Soderle. Hoffe ich mal. Oder wir müssen den so rumdrehen. Ja, gut, das macht Sinn. Dann drehen wir ihn halt so rum. So. Dann muss der hier noch ein bisschen ran. So. Und dann können wir das Ganze auch schon wieder zuschrauben. Was wir auf jeden Fall noch probieren müssen, ach so. Ist ganz einfach, wenn man einschlägt und lenkt, dass sich der doch relativ kurz straffe Gaszug in der Kurve, das dann nicht dazu neigt, um irgendwie auf irgendeine Art und Weise Gas zu geben. Den machen wir hier unten noch fest. Hier bleibt er eigentlich relativ locker. Das ist völlig okay. Na, bloß dass man jetzt gerade, wenn man jetzt nach links einschlägt bei so einem hohen Lenker, dass die Karre dann nicht anfängt Gas zu geben. Das teste ich jetzt aber noch aus. Ansonsten war es relativ simpel. Zwei Schrauben lösen, Klemme nach oben drehen. Bei mir ist es leider nach oben, weil hier Kabel drin, Leitungen drin sind von der Elektrik hier oben, von den beiden Knöpfen. Das ist echt fies, dass es so ist, aber es ist nun mal so. Dann dreht ihr den hier unten locker. Und dann war es das eigentlich schon. Viel mehr ist es nicht. Ihr müsst das jetzt hier noch ein bisschen einstellen. Ohne dass es natürlich anfängt, muss ich da nochmal gucken. Aber ich denke, es müsste reichen. Ohne dass es anfängt, im Standgas hochzudrehen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten schicke Griffe von Avon. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ist wie immer nicht ganz einfach. Aber wenn man den Gaszug jetzt mitwechseln muss, ansonsten die Griffe nur zu wechseln, ist völlig okay. Das passt schon.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich bald zur letzten Ausfahrt von den Riders. Wir gucken mal, wann das Wetter alles so hergibt, dass wir nochmal fahren können. Ja, im Winter wird auch fleißig weiter umgebaut. Ich kann euch ja mal fix sagen, was das nächste ist, was kommt. Ich hole mir neue Blinker, kleinere Blinker, die Mo auch dran hat. Die Highsider, die Mini-Dinger, die kommen hier hinten rein. Weil so wie ich zurzeit rumfahre, ist es nicht ganz legal, weil ich einfach zu weit weg bin vom Hinterreifen. Also der Blinker darf maximal 30 cm vom Hinterreifen sein. Und das wird das nächste sein, was ich dann umbaue. Den Fender noch ein Stück tiefer legen. Mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich hier mit dem kleinen Distanzstück. Hier kommt der Blinker rein. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein neues Loch bohren, dass ich zwei Halterungen habe. Aber das muss ich mir noch mal angucken. Mal schauen, wie wir das machen. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit beim nächsten Mal. Bleibt tapfer, bleibt beim Kanal. Sick Sick Riders sagen ciao und bis bald. Adieu.